Eine gebrochen rationale Funktion, ich will 0 stellen, maximale Definitionsmenge, Asymptoten und den Graphen. Los geht's. Es gibt hier einen Zähler, einen Nenner und für die Nullstelle den Zähler gleich 0 setzen, also x gleich 0 setzen. Naja, das ist schon die Nullstelle. Nicht so kompliziert. Nullstelle hier. Dann für die maximal mögliche Definitionsmenge unten den Nenner gleich 0 setzen. X² minus 9 gleich 0. Also jetzt keine Mitternachtsformel. Das geht eleganter, indem man den 9er rüber macht. Und Wurzel 9 ist 3, plus minus nicht vergessen. Ich habe zwei Lücken, eine bei plus 3, eine bei minus 3. Das heißt, d gleich r ohne plus minus 3. So, plus minus, schöner. Die Asymptoten. So, was habe ich denn? Ich habe hier unten im Nenner ein Polynom zweiten Grades. Im Zähler, da steht nichts, da denke ich mir eine 1. Polynom ersten Grades. Das heißt, unten größer oben und damit ist die x-Achse eine Asymptote. Also y gleich 0, das ist die x-Achse. Das ist die waagrechte Asymptote, weil Million durch Million Quadrat gewinnt unten, wird zu 0. Also wenn ich große Zahlen einsetze, wird es immer Nähe 0. Senkrechte Asymptoten habe ich 2. Nämlich x gleich 3 und x gleich minus 3. 0 stellen, senkrecht, waagrecht. Jetzt kommt der Graph. Mal das hier also wegmachen. Gut. Also ich habe hier x und y-Achse. Wie viel Platz brauche ich denn? X, y, 3. Ja, mal so klein, damit es Platz hat. Senkrechte Asymptote bei 3, so, und senkrechte bei minus 3, und hier die x-Achse, und eine Nullstelle bei 0. So, jetzt weiß ich zu wenig. Also jetzt könnte nämlich der Graph könnte so ausschauen oder so ausschauen, das weiß ich nicht. Also zurück, dann setze ich eben hier mal einen Punkt ein. Da bin ich bei 5, ja, so. F von 5, da will ich wissen, bin ich oben oder unten, ja, was habe ich denn? Ist gleich 5 durch 25 minus 9, das ist größer 0, also ich bin oben. Ja, so. Genau, und jetzt 1, ja, es ist eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel, aber wenn wir das noch nicht wissen, setzen wir einfach mal F von 1 ein. Hier sind wir. F von 1. Was habe ich denn? 1 durch 1 minus 9 kleiner 0. Ja, das bin ich hier unten. Ja, und wenn ich jetzt hier unten bin, unten und eine Nullstelle habe, ja, das ist eine einfache Nullstelle, also muss ich durchgehen. Wenn man das nicht weiß, muss man eben auch noch f von minus 1 ausrechnen. Das ist keine doppelte Nullstelle. Und dann vermute ich jetzt mal das hier wieder. So, da setze ich eben jetzt ein f von minus 5. Also man kann auch f von minus 1 ausrechnen, f von minus 5 ausrechnen, einfach so ein paar Punkte ausrechnen, die braucht es in dem Fall, ja, und dann weiß man so, wie es ausschaut. Okay.